Ja, Theo Roth, 1:4 verloren, aber ich denke, du hast sehr viel Positives gesehen, oder? Ja, es war also mit Sicherheit das beste Spiel hier, seit ich Trainer bin. Und es ist immer schade, wenn man dann so eine gute Leistung zeigt und dann quasi mehr oder weniger durch zwei Sonntagsschüsse und einen dummen Fehler verliert. Ne? Also, wir hatten also noch genug Möglichkeiten für das Spiel für uns zu entscheiden. Und mir tut es also wirklich für die Mannschaft jetzt leid, dass das nicht belohnt worden ist. Wie fällt denn das Zwischenfazit jetzt aus nach den ersten Wochen hier bei der SG Zeven? Schon eine Mannschaft, mit der man gut arbeiten kann? Ja, das ist also sehr gut. Ich muss sagen, also wie ich auch schon gesagt habe, die Infrastrukturen und so, das stimmt. Die Jungs, die sind wirklich in Ordnung. Muss man ihnen wirklich Lob aussprechen. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und man sieht es ja auch. Ich meine, es wird immer besser, wir spielen immer besser. Die Passfolgen, die sind richtig gut geworden. Und haben heute auch, wie gesagt, der Torwart mal rausgespielt, dann war richtig schön. Und naja, gut, okay. Im Moment fehlt ein bisschen noch das Glück dann in solchen Situationen. Aber ich bin hier wirklich richtig zufrieden mit der Mannschaft, muss man sagen.